Hi zusammen und herzlich willkommen zur IWA 2024 aus Nürnberg. Dieses Jahr IWA 50 Jahre Jubiläum. Kommt mit, wenn ihr Bock drauf habt, auf neue Ausrüstung für Outdoor, Bushcraft, Survival und was es sonst noch alles gibt. Los geht's! Ich bin jetzt am Stand von Winnerwell, die sind bekannt dafür, Zeltöfen herzustellen. Und hier haben wir einen Zeltofen aus Titan. Das ganze Teil wiegt unter einem Kilogramm. Name ist Fastfold und der Name ist Programm. Das Ganze funktioniert hier über Haken an der Seite. Deckel ab, dann die Seiten einklappen, Füße einklappen, wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht. Das komplette Packmaß. Dazu kommt, kennst du aus meinen Videos ja schon, der Kamin, aufgerollt hat er die Größe und einen Funkenfänger mit Haken dran. Hier kann man die Schnüre dran machen, um das Ganze entsprechend zu den Seiten stabil abzuspannen. Weiter geht's hier mit dem Iron Stove. Das ist ein System, das auch schon relativ alt ist. Ist jetzt irgendwie wieder neu aufgelegt worden, relativ populär. Das Ganze funktioniert quasi wie eine Petroleumlampe. Einen breiten Docht drin, der dann breit abbrennt, hat entsprechende Hitze oben drauf. Und das ganze Teil ist also richtig massiv. Das ist nichts für auf Touren zu gehen, eher so für ein Bushcraft Camp oder zum Car Camping. Der Griff für die Platte hier, die wird natürlich im Betrieb ordentlich heiß. Hat natürlich, wie soll es anders sein, noch einen Flaschenöffner mit dran. Und so kann ich mir dann meine Steaks drauf braten und habe dann den ganzen Abend noch ein schönes Licht. Hier haben wir noch einen weiteren kleinen Stove aus der Fastfold Serie. Der Backpacker Stove lässt sich dann zusammenfalten, hier verstauen. Zusammen mit dem Tischlein, schönes kompaktes Maß für einen ultraleichten Titan-Holzkocher. Außerdem sind hier Öfen für alle möglichen Anwendungsbereiche, für den festen Camp-Einsatz, hier sogar mit integriertem Backofen, stylisch fürs Camping. Hier auch ein richtig großer Zeltofen mit viel Glas, das heißt, hier sieht man auch viel, was passiert. Hier noch eine ganz interessante Sache, auch ein relativ großer, schwerer Ofen, 22 Kilogramm, also das ist nichts, was man im Rucksack mitschleppt. Aber ihr seht, der hat hier die Luftzuführung, die kommt von außen. Das heißt, man muss sich bei so einem Ofen keine Gedanken über CO, also Kohlenstoffmonoxid, machen. Kann ihn auch problemlos eine Nacht brennen lassen. Oben auf hier noch ein schöner Wassertank, der die Abgashitze nutzt, um ständig heißes Wasser zu machen. Natürlich ein Anwendungszweck für eher die kälteren Regionen. Ein neuer Player, nicht am Markt der Outdoor-Trekking-Nahrung. Lio gibt es auch schon länger, aber auf dem deutschen Markt nicht bekannt. Die kommen aus Polen, haben eine große Anzahl an verschiedenen Gerichten, die es teilweise auch in verschiedenen Größen gibt, also kleine Portionen und große Portionen. Wir probieren jetzt gleich mal was. Einmal Mash und Cheese, dann das Bigosch und dann noch ein Brennnessel-Curry. Da bin ich sehr drauf gespannt. Ja, hier mal eine Übersicht über die Mahlzeiten, also da ist schon einiges dabei. Sowohl süß, sour cherry slices, das sieht cool aus. Pilzsuppe, Mango Lassi, das klingt cool. Beef Stroganoff, Gulasch, dann das Chicken Tikka Masala gibt, Schwein in Pfeffersoße. Ja, ich bin mal gespannt, jetzt wird gleich probiert. Also die Liste ist lang und es gibt auch erfrischte Einzeln, sehe ich gerade. Crema Catalana. Haha, jetzt habt ihr mich. Also Kartoffelsuppen mit dem Bigosch. Okay. Auch eine gute Idee, vielleicht zwei verschiedene Mahlzeiten kombinieren. Quasi so Beilage und Hauptgericht, ja? So sieht es dann fertig aus. Also Sauerkraut kommt schon mal schön durch. Geht's los mit Kartoffelpüree mit Käse. Oh, der ist schön herzhaft, ja? Aber Speck ist auch noch mit drin, ne? Mhm. Ja, Speck darf natürlich nicht fehlen. Und dann jetzt mal hier dazu das Bigosch. Oh, richtig cool. Sauerkraut, mal beides zusammen. Das ist wirklich, also kein Unterschied zu Sauerkraut, was man so fertig, also Brennnesseln sind ja im Outdoor-Buschkraftbereich schon beliebt, als ja kleiner Snack frittiert. Jetzt aber als Curry, hatte ich selber noch nicht gegessen, da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Ja, also der Brennnesselgeruch, der kommt auf jeden Fall hoch. Also schon sehr herb, kräuterlastig, ne? Und dann schön Gemüse mit drin. Süßkartoffel auch mit drin, oder? Ja. Also für die vegetarischen Veganer
Die vegetarischen Veganer. Für die vegetarischen Veganer. Und auch schön Speis. Ja? Ich hätte jetzt gedacht, dass der Brokkoli sehr weich ist, aber selbst der ist noch so schön knackig. Ja. So, okay. Und jetzt gibt's Nachtisch. Also ich muss erstmal hier leer machen. Also die Schärfe kommt jetzt Empfehlung. Hin. Empfehlung. Die Schärfe kommt jetzt hinten. Ja, ja, hinten raus. Hin hoch. Die Brennnessel, das ist echt ein guter, angenehmer Geschmack, der da mitkommt. Ne? So erdig, wie der kräuterlich. Kräuter, eher, ja. Genau. Ohne jetzt bitter zu sein, ne? Genau. So, zum Nachtisch Apple Crumble. Schön süß. Zimt. Oh. Oh. Also man kann. Das ist Soul Food. Das ist sowieso der Apfelkuchen von der Oma. Wow. Ja. Ne? Aber warm, oh geil, ich nicht weiter versagen. Auch wenn ich eine Kooperation mit Tactical Foodback hatte, das Zeug ist geiler. Das ist wirklich besser. Also schaut mal auf der Webseite von Lio Food vorbei, probiert's mal. Es gibt bei den Porridges gibt's auch kleine Probierpakete, die ihr euch bestellen könnt. Also erstmal das Probierpaket bestellen und gucken, welches schmeckt euch. Und dann das holen, was dann wirklich der Renner ist. Sehr schön, vielen Dank. Ja. In der Messehalle ist Condor wieder mit einem Stand vertreten. Und hier gibt es ein paar neue Schätzchen. Das Terra Sauer kennt ihr schon, das gibt es schon ein paar Jahre mittlerweile. Polypropylen Griff. Und das war ein 1095er Stahl, genau. Neu ist jetzt dieses Modell hier. Gleicher Griff, gleich eine andere Farbe. Mit einem Stainless Steel. Und hier das Drog Knife, eine bisschen andere Klingenform. Richtig schönes Finish drauf. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein 1095 ja. Sein, ne? Ja, macht auf jeden Fall was her. Hier haben wir zwei weitere Modelle. Einmal hier das Bonum, eine Kooperation mit Tony Lennarts Design. Wir haben hier weißes Micarta als Griffmaterial und eine schöne lange Klinge. Ja. Liegt schön in der Hand. Jimping ist hier schon ein bisschen aggressiv und dann hier was richtig Großes, das Grey Pioneer Jagdmesser mit einer Bowie-Klinge, hinten die Rückseite auch so ein bisschen mit einer Fehlschärfe, um ja hier Knochen zu zerschlagen zu können, vorne nochmal eine scharfe Stelle für den Feuerstahl anzureißen. Griffmaterial sind hier gesteckte Lederscheiben. Liegt damit halt schön, der Griff ist direkt wieder ein schönes, warmes Gefühl in der Hand. Weiter geht's im Thema Messer für den Outdoor-Buschkraftbereich. Castrum, da war ich ja im letzten Jahr bei David Cassini-Beckström und habe euch eine Tour gegeben durch den Workshop. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut mal hier oben links rein, da habe ich das ganze Video verlinkt. Dieses Jahr gibt es auch wieder ein paar Neuheiten. Wir haben das Castrum Nummer 10. In einer neuen Variante. Als Holz kommt hier englische Mooreiche zum Einsatz, rote Liner und als Stahl einen A8 Mod-Stahl, einen Tool-Steel, ein Messer, ein Werkzeugstahl aus Deutschland. Das Ganze auch nitrogen behandelt, das heißt, um nochmal eine besondere Zähigkeit zu erreichen. Die Scheide dazu mit Bienenwachs imprägniert, sieht also richtig schön aus. Neu im Programm ist auch das Castrum Nummer 8. Ihr seht es, ein gutes Stück kleiner, von der Dicke her, von der Länge her, gleiche Qualität. Hier der Santec 14-28N Stahl, auch der kryogen behandelt, das war der Ausdruck eben. Gibt es dann auch noch in dem schönen grünen Micarta. Neu auch in diesem Jahr ist das Castrum Nummer 14. Ihr seht es, das hier ist schon ordentlich lang. Ein Buschkraft Automesser zum Holzspalten gibt es mit entweder mit Maserbirke oder dem grünen G10. Und hier kommt auch wieder der A8 Mod-Stil zum Einsatz, auch der wieder kryogen behandelt. Schöne neue Messer. Und wer noch eine Kuxa braucht, der könnte zu so einer wunderschönen Kuxa aus Maserbirke Nein sagen. Die kriegt ihr auch bei Castrum. Wunderschön. Mich hat dann den Stand von Helle of Norway verschlagen. Dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Ich möchte euch die Firma heute noch mal ein bisschen vorstellen, woher sie kommen, was es für Linien an Messern gibt. Und wir legen direkt los. Schauen wir uns an. Vor uns liegt quasi der Ursprung von Helle. Seit, glaube ich, knapp 94 Jahren sind sie jetzt dabei, als Familienunternehmen Messer herzustellen. Hier haben wir das Eggen, ein sehr, sehr bekanntes Messer. Ein typisches skandinavisches Messer mit einem Stärkerl,
Der Griff aus Maserbirke, wird alles in Norwegen hergestellt. Eher ein etwas kleineres Messer, ungewöhnlicher Griff, erinnert so ein bisschen an eine Frau. Das war zumindest die Inspiration, wie mir gesagt wurde. Und eher so ein kleineres Schnitzmesser. Kein klassischer Fingerguard, sondern ihr seht, das Messer ist komplett konturiert. Und so habe ich einen kompletten Schutz. Ich kann quasi hier rumgreifen und vermeide so in die Klinge zu rutschen. Dann haben wir hier noch ein schönes Messer nach einem Vorbild gefertigt. Beim Ausbau der Firma ist man auf einen Grab gestoßen und darin lag auch ein Messer oder Überreste eines Messers. Und die Historiker haben dann gesagt, dass es ungefähr so aussehen würde. Wirklich schön hier mit dem klassischen Finish. Helle verwendet bei den klassischen Messern einen Laminatstahl. Das heißt, ich habe hier eine etwas weichere, zähere Außenschicht und den harten innenliegenden Kern. Weiter geht's mit einem eher edleren Messer. Wenn man sonntags dann rausging in Skandinavien, kam kein klassisches Messer mit, sondern es musste auch eins sein, was etwas hermacht. Da sind dann solche Griffe hier entstanden und schön zu sehen, der Ursprung, das ist quasi der innenliegende Kern, die typische Steckerlkonstruktion. Und so wird der Griff dann aufgebaut, die verschiedenen Holzschichten und dazwischen eben auch noch Leder. Dann wird der Griff entsprechend rund geschliffen. Das waren die klassischen skandinavischen Messer von Helle. Jetzt gehen wir eher in die Bushcraft-Richtung. Da haben wir schon einen Halb-Fulltang sozusagen, so ein Halb-Integral. Ihr seht, wir haben einen durchgehenden Erl, aber der Griff umschließt quasi den Erl nach unten hin. Das Thema Garmin, auch ein bekanntes Messer von Helle. Auch hier wieder ein wunderschöner Griff aus Maserbirke. Ein bisschen kleiner, auch im gleichen Stil gebaut, das Wabakimi. Eher mit einer bauchigen Klinge, ein bisschen kürzer. Auch hier wunderschön. Hier kommen andere Stähle zum Einsatz. Hier haben wir einen Sleipner-Stahl, aber sie arbeiten auch mit Udeholm-Stählen zusammen und auch Sandvik-Stähle, hier 14C28N. Weiter geht's mit wirklich Full-Tank-Messern. Hier das Udwehr. Ein eher dünnerer Griff, liegt aber fantastisch in der Hand, lässt schöne breite Klinge, eine lange Klinge. Hinten mit dem kleinen Schlagstück nochmal dran, kann man auch nochmal eine Lanyard-Öse mit dran basteln. Hinten auch der Schwalbenschwanzgriff. Ich kann es auch nochmal hinten greifen, um nochmal hier leichtere Hackarbeiten zu machen. Was mir richtig gut gefällt, ist das kleine hier, das Mantra. Ein schönes kleines Neckknife. 3 bis 4 Fingermesser. Je nachdem, wie groß eure Pranken sind. Schöne bauchige Klinge für kleinere Arbeiten oder auch für ein paar Schnibbelarbeiten im Wald. Richtig, richtig genial. Auch das ausgeführt als Full-Tank-Konstruktion. Helle hat außerdem auch noch ein paar Klappmesser im Angebot. Alle mit der Backlock-Konstruktion. 2 Handmesser. Das heißt, die könnt ihr auch problemlos in Deutschland führen. Sind sehr robust ausgeführt. Auch wieder mit Griffen entweder aus einer Birke oder wie zum Beispiel hier aus einer eingefärbten Birkenholz. Verschiedene Größen, da ist für jeden was dabei. Dieses Jahr ein besonderes Messer, limitierte Edition, ich glaube 1000 Stück werden hier hergestellt. Das Odin heißt, glaube ich, das letzte Messer, was einer seiner Messer, der Griffdesigner, gemacht hat. Der geht jetzt demnächst in Rente mit 73 in den wohlverdienten Ruhestand. Wir haben hier eine Maserbirke, die aber eingefärbt ist. Das riecht schön rauchig, hat also eine schöne Behandlung bekommen. Hier vorne Rentiergeweih als Griffmaterial. Unten eher flach, aber ich finde, das liegt damit richtig, richtig gut in der Hand. Ein wirklich wunderschönes Messer. Pentagon auch wieder mit einem Stand hier auf der IWA vertreten. Interessant für mich, auch neu, ist das MJC-System. Es ist ein System aus verschiedenen Oberjacken und Unterjacken. Ihr seht zum Beispiel hier, haben wir 2 neue Jacken. Einmal eine Weste für unten drunter mit Primaloft in der Wattierung hier drin und einem robusten Material außen. Das heißt, da kann ich auch mal durch den Busch drunter durchgehen, ohne Angst zu haben, dass mich mir hier die Sachen aufreiße. Diese Jacke kann ich so tragen. Ich kann sie aber auch zum Beispiel mit so einer Regenjacke kombinieren. Ich mache das Ganze mal auf. Und ihr seht, das ist die eigentliche Regenjacke, die gibt es also einzeln zu kaufen. Und hier unten drunter trägt der gute Mann so eine Fließweste, auch ein recht dickes Fließ. Und auf der anderen Seite könnt ihr sehen, dass das hier entsprechend eingezippt ist. Insgesamt gibt es 14 verschiedene Unterjacken und 5 Oberjacken, die ihr also beliebig kombinieren könnt. Alles quasi so einstellen oder so tragen, so kombinieren, wie es für euren Anwendungszweck passt. Interessant ist auch, es gibt halt auch eher die Sachen hier für den Outdoor-Bereich.
und dann habe ich vielleicht einen Vlies drunter und kann mir eine gleiche Jacke, Oberjacke für den EDC-Bereich nutzen, die ein bisschen schicker aussieht und kann die eben auch mit dem Vlies kombinieren. So kann ich mir quasi auch meine Jacken, wie gesagt, für den Autobereich zusammenstellen und gleichzeitig eben auch für den EDC-Bereich. Cooles System, 10.000 mm Wassersäule hat das Teil hier. Eher so klassisch geschnitten, so ein bisschen wie an Smog angelehnt, alles ein bisschen moderner. Genau, das auf der Seite. Und dann schauen wir gerade noch rüber, da gibt es noch ein paar andere Klamotten. Hier mal ein weiteres Set, einmal für die Damen, einmal für die Herren. Eher für den Autobereich auch nochmal geeignet. Wasserdichte Oberbekleidung, die aber sehr, sehr leicht ist. Auch die Hosen sind hier wasserdicht. Ich glaube hier auch eine 10.000er Wassersäule. Das System hier ist zum Beispiel jetzt nicht mit dem MJC kompatibel, aber in der Farbe hier auch eine schöne Wahl für den Autobereich. Wer viel auf Reisen ist, hat wenig Platz in seinem Gepäck. Deswegen gibt es hier auch eine neue Kombination, ein sehr leichtes Material mit dem integrierten Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 50. Das Ganze lässt sich auch innerhalb von 2 bis 3 Stunden waschen und komplett trocknen. Hier unten auch nochmal ein schönes Detail. Da ist nochmal ein spezielles Mikrofaservlies dran, um zum Beispiel die Brille zu putzen. Hose ist das gleiche Material, auch super leicht. Wie gesagt, für Reisen und Ähnliches gut geeignet. Oder auch, wenn ihr jetzt im Sommer draußen unterwegs seid und ja keine schweren Klamotten tragen wollt. Bei Tasmanian Tiger gibt es auch nochmal ein bisschen was Neues zu sehen. Cool auch für die Organisation im Rucksack, zum Beispiel beim Carcamping. Ihr kennt es, ich nutze aktuell dort Taschen von 5-Eleven. Hier aber eine schöne Variante von Tasmanian Tiger. Sind schön gepolstert, das heißt, ich kann dort auch mal Elektronik unterbringen, wenn ich es denn brauche, oder auch eine Powerstation hier mal schön drin verstauen, die dann ja schön gepolstert ist. Innen drin eine große Tasche, das Ding steht selbstständig. Ich habe hier hinten Lasercut-Molle mit Flausch, das heißt, ich kann auch Pouches dran anbringen, um so nochmal eine größere Organisation zu haben. Und dann 2 Taschen links und rechts, um auch nochmal Kleinteile zu organisieren. Oben nochmal eine Flauschfläche, um das Ganze entsprechend zu beschriften. Oder ich kann hier auch nochmal ein Adresskärtchen reinmachen, wenn ich das Ganze vielleicht sogar für die Reise nutze. Vorne auch nochmal eine Patchfläche dran. 3 Größen, einmal 40 Liter hier, die stellen wir mal gerade hoch. Eine Nummer größer, das ist schon ein ordentlicher Brummer, haben wir 80 Liter. Und hier der ganz große war 120 Liter, 100 Liter. Also echt ein Riesenmonster. Damit kann man schon weit verreisen. Preisbereich zu den Taschen 85, 105 und 120 Euro, wenn ich das richtig weiß. Eine weitere Neuheit am Stand von Tasmanian Tiger ist der Combat Pack 24 SL. Combat denkt man jetzt eigentlich, dass er eher für den taktischen Bereich ist, aber ich würde sagen, das ist auch ein richtig cooler Rucksack für den Outdoor-Bushcraft-Bereich. Ich habe hier massive Organisation vorne dran. Hier sitzt hier die oberste aufgenähte Tasche, eher so eine Admin-Pouch, viele Organisationsmöglichkeiten, was zum Wegkletten, hier einen Mesh-Bereich, auch hier ein Klett mit drin. Die zweite Tasche ist dann wesentlich einfacher gehalten. Hier habe ich aber auch Schlaufen drin. Hier kann ich mit ein bisschen Schockcord arbeiten, um Sachen zu organisieren. Und im unteren Bereich dann nochmal eine weitere Pouch, auch hier mit Flausch hin drin, um Taschen anzuzippen. Hier ist auch mal nochmal eine weitere Tasche mit einem durchsichtigen Material. Das ist auch extrem reißfest. Ich sehe direkt, was drin ist und kann das alles hier drin organisieren. Der ganze Rucksack aufgebaut als Frontloader sozusagen. Ich habe die Möglichkeit, ihn natürlich komplett aufzumachen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, die Kompressionsriemen an der Seite ja nicht vor dem Reißverschluss, sondern hinter dem Reißverschluss einzusetzen. Somit geht der Rucksack dann nur so weit auf. Das Ganze kann ich auch hier unten machen, um zum Beispiel zu verhindern, dass er bis ganz runter aufgeht. An der Seite Lasercut-Molle, schön flach, schön unauffällig, lässt sich somit auch im Alltag problemlos tragen. Schauen wir uns kurz an, was es innen drin alles gibt. Hier auch richtig viele Möglichkeiten, euer Gear zu organisieren. Pro Seite einmal hier kleine Mesh-Taschen, in denen ich ja Kleinteile, zum Beispiel einen Kocher, zum Beispiel ein paar Snacks oder Ähnliches aufbewahren kann, Taschenlampe, Zeltheringe, wie auch immer. Auf der Rückseite auch nochmal Flausch und Lasercut-Molle, um hier auch nochmal Pouches dran zu machen. Oben auch ein Halter für eine Trinkblase vorhanden. Highlight an dem Rucksack ist aber auch das Tragesystem. Hier hat Tasmanian Tiger ihr bekanntes V2-Tragesystem ein bisschen abgespeckt. Wir haben hier das Y2-Tragesystem sehr schlank, sehr einfach gehalten. Trotzdem habe ich hier eine ordentliche Polsterung an den Schultergurten. Kann das Ganze also richtig gut verstellen, egal wie groß, wie klein ihr seid. Hüftgurt ist auch mit dabei, den kann ich abnehmen. Es ist ein zweiteiliger Hüftgurt. Ihr seht es vom Ganzen, ist auch nochmal konturiert an den Rücken angepasst.
trägt sich somit also gut. 24 Liter, somit geeignet für Outdoor-Tagestouren oder vielleicht ultraleicht Übernachtungstouren, wenn es in den Sommer geht, mit einem kleinen Schlafsetup. Ganz neu dieses Jahr auch auf dem Markt ist eine Serie von Tasmanian Tiger, die in Richtung wasserdicht, extrem wasserfest geht. Wir haben verschiedene Produkte, die verschweißt sind, also kein Tape drauf, das heißt über die Jahre kann kein Kleber dort porös werden. Die Dinger sind so wasserdicht, wie sie sind. Einzige minimale Punkt, wo Wasser eintreten könnte, wäre, wenn ihr den Reißverschluss nicht richtig zumacht. Von denen sind sie nicht als komplett wasserdicht beworben, aber sehr wasserfest. Hier verschiedene Taschen, zum Beispiel für Kartenmaterial. Ich stelle mir das ganz praktisch vor, wenn ihr zum Beispiel gerne Packraft fahrt oder sonst auf dem Wasser unterwegs seid, könnten solche Rucksäcke gut, gut zum Einsatz kommen. Hier eine kleine Tasche zum Beispiel für Elektronik, ist auch nochmal ein Einsatz drin, der gepolstert ist. Gerade auf dem Boot, dass man seine Drohne oder sowas hier drin nochmal organisiert. Wichtig ist dabei, dass der Rollverschluss hier mindestens dreimal gerollt wird, um die Wasserdichtigkeit hier wirklich herzustellen. Laser-Cut-Molle hier hinten dran, entsprechende Straps, um es irgendwo zu befestigen. Und hier vorne auch nochmal kleine Schlaufen, um hier mit Webbing auch nochmal zum Beispiel eine leichte Jacke oder ein Stativ draußen drauf zu befestigen. Hier nochmal ein großer Rucksack, der Sentinel 35. Der hat teilweise getapte Nähte drin, die sind auch wasserdicht, nur eben zu Unterschied zu diesen Produkten, wo es eben verschweißt sind. Coole Sache sind auch die neuen Packsäcke. Hier unten mit einem Ventil, das heißt, wenn er gepackt ist und zu ist, kann ich hier mich schön drauflegen, die Luft rauslassen, dann drehe ich zu und dann bleibt er so komprimiert, wie er ist. Wenn es für euch interessant ist, dann schaut mal bei Tasmanian Tiger vorbei. Sind also schon auf dem Markt verfügbar. Der nächste Stopp war dann am Stand von Carinthia. Da gab es eine neue Kollektion zu betrachten, die Loftjack-Kollektion. Leider ist das Mikrofon am Anfang hier so ein bisschen ausgefallen. Die Inga stellt uns die Jacken vor. Das erste Modell heißt Climate, zeichnet sich aus durch ein sehr stretchy und atmungsaktives Außenmaterial. Interessant wird es dann aber auf der Innenseite. Innenmaterial haben wir unser G-Loft, das nennt sich G-Loft Climate Lining, versteppt mit 50% Polyamid, 50% Merino. Hat den Effekt, dass wenn man ja quasi draußen unterwegs ist, bei seinen ganzen Aktivitäten in einem normalen anderen Produkt quasi irgendwann einmal auf der Haut schwitzt. Und die Loftshell-Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass die Feuchtigkeit über die Innenstoffe nach außen transportiert werden. Sprich, die Haut bleibt trocken und dem Träger ist nicht kalt. Die Loftshell Climate ist eine Everyday Carry Jacket, kann ich eigentlich quasi von Februar bis November tragen. Hat zwei Außentaschen, super geräumig, drinnen mit einer Kordel, wo ich quasi an der Hüfte enger schnallen kann. Ah ja, schön versteckt, ja. Super. Genau, schön versteckt innen drinnen. Hab dann eine Brusttasche und eine Tasche quasi am Arm. Das ist die Loftshell Climate und das super Feature noch dazu, mega geräuscharm. Super leise und super funktionelles Feuchtigkeitsmanagement und absolut Komfort. Das steht im Vordergrund der Loftshell Hydro. Die ist eine Regenjacke, in dem Fall haben wir da mit Membran, ist 100%ig wasser- und winddicht. Und wir kennen das von klassischen Regenjacken. Der Unterschied ist, dass wiederum durch die Loftshell-Technologie, durch unser G-Loft Climate Lining in Verbindung mit dem Ultrastoff hier, den du da siehst, den verwenden wir für unsere Schlafsäcke, wieder die Feuchtigkeit von der Haut von innen nach außen transportiert, wird hier wieder ein super atmungsaktiver Außenstoff und die Haut bleibt innen trocken. Der Körper fühlt sich eben nicht nass an und ich habe wieder ein angenehmes Gefühl zu tragen und mir wird nicht kalt. Die Loftshell Hydro hat zwei sehr große, geräumige Außentaschen. Eine fixe Kapuze kann ich da, nachdem sie 100%ig wasser- und winddicht ist, super zuziehen. Das heißt, ich habe sie dann wirklich super verschlossen um meinen Kopf herum. Noch ein extra Feature haben wir da drunter für den quasi Luftausgleich. Ja. Habe ich da drunter super aufwendig eingenähte Mesh-Einsätze. Ich zeige dir das dann kurz noch von der Innenseite. Schau her. Ah, ja. Für die Atmungsaktivität. Ja. Genau. Und da siehst du es noch einmal konkret. Super Geräusch reduziert. Und da habe ich wiederum G-Loft Climate Lining und ein Ultraschall. Ja, sehr schön. Ja? Das ist super gut an. Von der Loftshell Climate haben wir auch noch eine Variante, die eigentlich ganz gleich ist, nur ohne Ärmel und ohne Kapuze. Haben wir da die Loftshell Climate Weste. Keine Kapuze, genau.
keine Ärmel, genau. Und innen drinnen ganz dasselbe. Ja. Angenehmes Merino. Und unser Chill of Time Lining im Innenteil. Mhm. Merino hat natürlich auch die Funktion, dass es bei Aktivität Gerüche etwas neutralisiert. Ja. Schöne neue Kollektion, die Carinthia da vorgestellt hat. Insbesondere die Weste gefällt mir sehr gut. Ich bin jemand, der schnell anfängt zu schwitzen, von dem her morgens dann die Weste angezogen, damit man die Körpermitte noch warm hat, aber an den Armen nicht zu stark schwitzt. Das Ganze wird ab April in der Pre-Order verfügbar sein und im September kommen die Sachen dann auf den Markt. Ja, und dann ging der Mikrofonausfall wieder weiter am Stand von Helikon Tex. Fangen wir an hier mit der Bushcraft-Serie. Hier ein schön gefüttertes Hemd, eher für den Wintereinsatz, schön im Holzfäller-Stil. Hat mir also schon sehr gut gefallen. Oben auf den Schultern ein bisschen festeres Material, dadurch natürlich etwas wasserabweisender. Die Schaufensterpuppe hier hat um den Hals den Swagman Scarf, quasi ein Zwischending zwischen einem Poncho und dem Swagman. Ein dünner Stoff gefertigt, das ist aus dem gleichen Material, aus dem auch das Windrunner Jacket oder die Tramontane sind. Das heißt Wind undurchlässig und leicht wasserabweisend. Eben DWR beschichtet, aber einem längeren Regen hält es nicht stand. Ja, lässt sich eben als Schal tragen oder als kleiner Poncho. Lässt sich aber genauso wie der Swagman zu einem Notfallschlafsack, einem Hüttenschlafsack umwandeln. Oder zum Beispiel, ich mache das Ding ganz zu und fülle es mit Blättern und habe so eine Notbehelfs-Matratze. Ein weiteres Highlight ist die letzte Tasche für den Bushcraft-Gürtel von Helikon Tex. Hier in dem Gürtel haben wir das gute Stück, und zwar eine Erste-Hilfe-Tasche. Das Ganze mit einem Schnellverschluss. Das heißt, ich ziehe hier einfach dran, sie geht auf und dann kann ich das Insert hier rausziehen. Das ist dann sogar so aufgebaut, dass ich es hier theoretisch, ich mache es jetzt nicht mit einer Hand öffnen kann. Also hier einmal draufbeißen auf die kleine Tasche hier und dann aufziehen. Und im Inneren habe ich dann auf der einen Seite eine leichte Mesh-Tasche. Hier kann ich eine Emergency-Bandage reinbringen. Des Weiteren dann Schockcord für die Einweghandschuhe. In der Mitte eine Pouch, die kann ich herausnehmen. Dort kriege ich zum Beispiel Pflaster unter oder ähnliche kleine Sachen. Und auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, hier ein Tourniquet einzusetzen und auch nochmal eine weitere Bandage nebendran. Oder das Ganze eben anders packen, je nachdem, wie man das möchte. Geben wird es das Ganze in einigen Farben. Welche das genau sind, erfahrt ihr auf der Webseite von Helikon Tex. Das ist der Verschluss. Der geht dann hier drüber und das geht hier rein. Und im Notfall ist es eben sofort los. Auch neu, eine Jacke für den Winter, für Outdoor Bushcraft. Die Winter Yukon Jacket, auch richtig dick gefüttert. Hier unten nochmal ein kleines Detail. Ich habe hier einen Druckknopf, der verhindert, dass eben die Jacke nach oben hin aufgeht. Schöne Lederapplikationen, schöne große Brusttaschen hier drauf. Hier unten auch nochmal Schlaufen links und rechts. Da kann ich Karabiner befestigen, um zum Beispiel die Handschuhe zu befestigen. Auch ein kleines Highlight, ich habe hier an der Seite Molle-Schlaufen dran. Das heißt, hier kann ich mein Messer befestigen. Muss es nicht am Gürtel tragen, denn wenn es am Gürtel ist, muss ich eventuell immer die Jacke hochziehen, um es zu greifen. Und dann zieht die da kalte Luft rein. So vermeide ich das eben. Außen drauf noch eine Tasche, ist auch schon bei Helikon Tex verfügbar. Als letztes gibt es eine Neuheit hier im Bereich Taschen, das ist der Mission Bag. Eigentlich gedacht ja für den behördlichen Einsatz, aber ich finde, diese Tasche eignet sich auch wunderbar fürs Car Camping zum Beispiel. Verstärkt mit Kunststoff einsetzen, das heißt, das Ding steht so wie es ist, fällt nicht in sich zusammen. Innen drin dann alles mit Flausch ausgekleidet. Ich habe also die Möglichkeit, hier nochmal Taschen reinzumachen. Auch ein cooler Anwendungszweck wäre es, das Teil auf den Beifahrersitz zu stellen. Dafür ist hier ein Schockcord dran, den kann ich um die Kopfstütze herumführen, verhindere so, dass die Flappe hier runterfällt. Auch hier drin nochmal ein kleines Fach mit einem Reißverschluss. Links und rechts dann Fächer, hier zwei Flaschenhalter und vorne auch eine große Tasche mit Flausch und diversen kleinen Pouches und Möglichkeiten, seine Sachen zu organisieren. Kochbesteck zum Beispiel, Gewürze könnte ich mir hier gut vorstellen, Gaskocher etc. Und auch hier auf der linken Seite nochmal eine Tasche, auch hier mit Flausch. Kann noch mal Sachen rein organisieren und hier noch mal eine Mesh Pocket. Richtig robust ausgeführt. Auch hier unten, ihr seht, da sind noch mal richtige Spikes dran. Das Ding steht also sicher. Ich kann es auch ruhig mal in den Matsch stellen. Da kommt also nichts durch. Snackpack ist eine Marke, die im Mittelpreissegment
gut aufgestellt ist. Die Schlafsäcke von denen empfehle ich sehr gerne, wenn ihr nicht unbedingt das Geld habt, um euch zum Beispiel einen teuren Schlafsack von Pützenberg oder so zu kaufen. Einen richtig guten Schlafsack im Kunstfaserformat findet ihr dort. Neu dieses Jahr ist dieses Jahr der Tactical Softy Smog. Ein Smog eher für die kühleren Temperaturen mit einer schönen Wattierung drin. Innen drin auch schön weich, ein Fließgewebe. Cool ist, dass er auf beiden Seiten ja über große Reißverschlüsse verfügt. Könnt ihr aufmachen, um zum Beispiel an das Messer am Gürtel gut ranzukommen. Könnt ihr aber auch verschließen mit einem Velcro, um nur so eine leichte Belüftung zu haben. Vorne drauf eine große Tasche, eine Känguru-Pouch. Hier in der Seite auch nochmal eine Tasche, um die Hände zu verstauen, wenn man am Lagerfeuer sitzt. Einen weiteren Flausch auf der Seite für Patches. Ja, alles in allem ein schöner Smog, eher für die Wintermonate. Bezüglich den Farbvarianten haben wir hier Multicamp. Wahrscheinlich wird es noch andere geben. Wenn euch das interessiert, schaut auf der Website von Snugpick vorbei. 2019 war ich schon mal am Stand von Adventure Menu auf der IWA. Die sind jetzt hier auch wieder vertreten mit einer komplett neuen Linie für den militärischen Bereich, allerdings auch für die Notfallvorsorge. Es gibt jetzt hier einmal die Tagesmenüs mit feuchter Nahrung drin, 3 Mahlzeiten plus Snacks plus Getränke-Zubehörpaket. Das Ganze nochmal in der Lightweight-Version, das heißt, hier habe ich dehydriertes Essen mit drin. Das Ganze gibt es nochmal in der Halbtagesversion. Auch wieder entweder mit feuchter Nahrung oder mit dehydrierter Nahrung. Wahrscheinlich wird es davon auch verschiedene Sorten geben. Das heißt, um sich da mal durchzuprobieren oder halt um eine Abwechslung zu haben. Und was ich ganz interessant fand, waren hier diese Emergency Food und Water Packs. Das heißt, 2 Hauptgerichte mit drin, 2 Energiebars mit drin und 4x 330 ml Trinkwasser. Das kann ich alles direkt kalt essen, muss es nicht mehr warm machen und muss es nicht mehr rehydrieren. Das da ist ein Artikel, den ich mir einfach in den Keller, ins Auto, in die Hütte am Berg oder sonst wo reinlegen kann und kann es die nächsten 15 Jahre vergessen. Und wenn ich es brauche, ist es eben dann zur Verfügung und ist da. Hier zum Beispiel die Trinkwasserpäckchen, die hier drin sind, also extrem robust auch. Da geht also nichts einfach auf, das ist richtig fester Kunststoff. Und hier das Zubehörpaket, was damit drin ist, alles maximal komprimiert, damit es eben nimmer viel Platz wegnimmt. Preislich sind wir, glaube ich, hier so bei 35 Euro. Wo die hier liegen, weiß ich gerade aktuell nicht. Das hier ist die klassische Linie von Adventure Menu, die feuchten Gerichte. Kann ich, wie gesagt, so prinzipiell essen, ohne sie warm zu machen, weil sie komplett durchgekocht sind. Kann sie eben auch warm machen in einem Topf oder zum Beispiel in den Heaterbags, die man bei denen bekommt, oben ein Loch drin, damit die heiße Luft abdampfen kann. Das Ganze funktioniert über eine Art Löschkalk, Pads, die hier unten reingelegt werden, ein Schluck Wasser drauf. Im Notfall geht es auch mit dem Schluck Urin, damit eben diese Reaktion gestartet wird. Gibt es aber auch in der Lightweight-Version hier verschiedene Frühstücke. Hier so ein Kokosnuss-Reisporridge mit noch tropischen Früchten drin. Hier noch ein Reisporridge mit Erdbeeren, Mango und Vanille. Klingt richtig lecker. Ja, was haben wir hier an Essen eben gehabt? Einmal Schweinefleisch mit kleinen Knödeln und einem Kohl. Und hier haben wir einen Farmer-Schinken mit einem Linsenragout. Klingt auf jeden Fall sehr lecker. Also schaut mal vorbei, wenn euch das Zeug interessiert. Ich habe es endlich mal an den Stand von Joker geschafft. Wir haben hier einen ganzen Tisch voller Neuheiten. Neu ist das Arctica. Gibt einmal mit dem Scandi-Schliff und im Flachschliff ein Backlog-Taschenmesser. Hier haben wir ein wunderschönes Walnussholz dran. Schwarze Liner und hier noch so leicht violette Liner drunter. Ihr seht, hier ist alles wunderbar zentriert. Schönes, edles Messer. Gibt es in verschiedenen Versionen. Hier mit einem wunderschönen grünen Canvas Micarta. Als Stahl kommt hier der 14C28N zum Einsatz. Und hier nochmal die Variante mit Maserbirke. Von der Verarbeitung her gibt es hier nichts, hier steht nichts über. Alles ist wunderbar verschliffen. Hier haben wir dann schwarze Liner drunter. In der Variante mit dem Flachschliff gibt es dann als einzige Option nochmal das Olivenholz. Auch richtig schön gemacht, schwarze Liner drunter. Ja, ein tolles Taschenmesser für draußen und auch für den Alltag, würde ich sagen. 42A-konform. Ein älteres Modell, neu aufgelegt, auch mit Maserbirke, ist das Cocker. Wenn euch die Klingenlänge hier beim Arctica nicht ganz reicht, oder ihr eine leicht andere Griffform möchtet, ist das euer Messer der Wahl. Auch hier ein Backlog. Hier sind keine Liner. Das Ganze ist ein
Stück ähnlich schwer, obwohl es ein gutes Stück größer ist. Ihr seht, sowohl der Griff als auch die Klinge ist hier ein gutes Stück länger. Hier haben wir auch Messer für den Einsteigerbereich, mittlerer Preisbereich. Wir liegen hier ungefähr so bei 50 Euro im VK. Ganz genau kann ich euch das jetzt nicht sagen. Wenn ihr Preise wissen wollt, schaut immer auf die Seite von Joker oder es gibt auch etliche Händler in Deutschland, die vertreiben. Ja, weiter geht's mit ein paar neuen Fixed Blades. Das Oso TS1. Oso, ja, bedeutet übersetzt Bär. Und TS1 steht für Tactical Survival Knife. Wir haben hier nur so eine angelehnte Nestmuck-Form. Ein wunderschöner Griff hier aus ja, grünem Canvas-Mikata mit schwarzen Linern. Das Ganze gibt es auch mit ja, schwarzen Mikata mit roten Linern. Dadurch, dass die Klinge hier vorne ein bisschen breiter ist, eignet sich auch gut für kleinere Hackarbeiten. Aber auch im jagdlichen Bereich zum Abschwarten ist das gut geeignet. Schönes, leichtes Crimping hier drauf. Der Daumen sitzt dadurch sicher, aber es ist nicht unangenehm am Daumen. Denn er hat Öse, ein kleines Schlagstück, wie man es von vielen Messern von Joker kennt. Und auch das wird wahrscheinlich im Preisbereich irgendwo bei 80, 90 bis 100 Euro liegen. Bei den Scheiden gibt es wieder verschiedene Optionen. Einmal mit Feuerstahl, natürlich farblich abgestimmt, oder ohne Feuerstahl. Im Schwarzen der Feuerstahl natürlich mit den Linern unten drunter. Richtig schön aus. Und wie immer alles top verarbeitet. Als Stahl kommt hier der Böhler N695 zum Einsatz. Ihr wisst ja, ich stehe auf die kleinen Fixed-Messer mittlerweile. Und da gibt's auch was Neues, das Erizo TS1, auch wieder hier, Tactical Survival, ein richtig kleiner Brecher, ordentliche Klingenstärke. Als Stahl kommt hier auch der Böhler N695 zum Einsatz. Hier mit einem wunderschönen ja, Leinen-Mikata dürfte das hier sein, oder vielleicht auch ein Canvas-Mikata, eher so braun. Schöne Klingenform, Flachschliff oder ein Sabergrind, nicht ganz flach. Gibt's in verschiedenen Optionen, hier die Kydex-Scheide mit Feuerstahl. Blende ich noch ein paar Bilder ein. Es gibt noch Kydex-Scheide ohne Feuerstahl. Es gibt Lederscheide und Lederscheide mit Feuerstahl. Das Ganze in vielen verschiedenen Griffmaterialien. Preis bei dem wird so ein bisschen über 100 Euro liegen. Wie gesagt, da kommt es drauf an, welche Option bei der Scheide ihr hier wählt. Aber auch da, wie gesagt, der Feuerstahl immer passend zum Messer. Richtig schönes Teil. Gefällt mir auf jeden Fall auch. Ich glaube, das könnte meine Sammlung ergänzen. Und ja, falls euch dann tatsächlich die Klingenlänge der anderen Messer nicht ausreicht, ja, dann schaut euch mal das Nomad an, hier in der Größe mit 6,5 Inch. Also eine richtig große Klinge. Gibt es auch noch ein Stück kleiner. Wie immer ein wunderbar verarbeitetes Griffmaterial hier mit dem Walnussholz. Hier haben wir einen balligen Anschliff drauf. Also richtig gut für Bushcraft geeignet, aber passt auf, nicht 42A konform. Jimping hinten dran und wie immer mit einer schönen Lederscheide dazu. Das könnte mir auch noch gefallen als One-Option-Tool. Eine weitere Messermarke aus Finnland ist Peltonen Knives. Die gibt es schon relativ lange, seit 1995 gibt es sie schon. Wir waren letztes Jahr das erste Mal auf der IWA, ging so ein bisschen mehr vorbei. Jetzt sind wir hier am Stand und vor uns liegt das M07 Ranger Pucco. Ein Messer mit einem ja, aufgespritzten Griff, sehr, sehr rutschfest das Ganze. Hier seht ihr mal, wie der Aufbau ist von diesem Messer. Gibt es in verschiedenen Varianten, in Orange, damit man es definitiv nicht im Wald verliert. Alle mit dem Scandi-Schliff und die kommen wirklich extrem scharf hier an. Und er sagte, das sind jetzt keine Messer, die sie extra rausgesucht hätten, sondern bevor sie auf die Messe fahren, gucken sie einfach im Lager, holen sich eine Packung raus und nehmen die mit. Ja, richtig, richtig cool die Teile. Preislich liegen die bei 95 Euro. Kommt drauf an, ob ihr die mit der Peltonen typischen Scheide nimmt. Das gibt es einmal in einer Composite-Kunststoffscheide von Peltonen direkt. Die hat einen ganz speziellen Mechanismus entwickelt für die finnische Armee, dass das Messer also absolut bombenfest hier drin sitzt, ohne dass hier was rausfallen kann. Aber ich kann es mit einer Hand hier rausziehen. Alternativ Lederscheide oder die schwarze Variante gibt es dann noch mit Kydex-Scheiden in ja, diversen Varianten, um es hier schön tief am Gürtel tragen zu können. Das Ursprungsmodell war das M95 Ranger Pucco. Das ist die große Variante. Das andere wurde eben dann auch für den deutschen Markt so ein bisschen auch konzipiert. Hier sieht es schön lange Klinge. Gibt es unbeschichtet oder eben mit der Cerakot-Beschichtung wie hier in verschiedenen Farben oder Teflon-Beschichtung hier in schwarz. Ganz neu das M23 Ranger Cup. Ein kleines Schnitzmesser. Auch gleiche Konstruktion mit dem aufgespritzten Kunststoffgriff. Scharfes Bein, damit kann ich auch einen Feuerstahl anreißen.
Das Ganze eher gedacht als Schnitzmesser. Das wird auch ungefähr so im Preisbereich zwischen 75 und 95 Euro liegen, je nachdem, welche Scheidenoption ihr da mitnimmt. Liegt richtig gut in der Hand, auch als Neckknife gut zu tragen.